Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Hier stelle ich euch meine 10 Lieblings-PC-Spiele vor. Um meinem Stil allerdings treu zu bleiben, wird das Ganze eher im Retro-Stil ablaufen. Das heißt, es wird eigentlich kaum welche von den allerneuesten grafisch bombastischen Superspielen geben, sondern ich erinnere mich lieber so ein bisschen zurück an die ersten PC-Spiele, weil ich auch einfach mit diesen alten PC-Spielen damals am meisten Spaß hatte. Und so fangen wir an mit Platz 10, Lemmings. Ein unglaublich verpixeltes altes Spiel, aber ein schönes Puzzlespiel, eigentlich so eins der ersten, die ich auf dem PC damals hatte. Und es wurde unglaublich spannend, weil man am Ende wirklich keinen von diesen Lemmings sterben lassen durfte und auch nicht sterben lassen wollte. Platz 9, Timon und Pumba. Ja, an diesem Spiel gefallen mir vor allem zwei Spiele, die mich richtig süchtig gemacht haben. Das war einmal dieses Käfer-Tetris, was halt eine wirklich witzige Version war. Allein die Geräusche, die dabei entstanden sind, die waren echt witzig. Und aber noch viel schlimmer hat mich dieses Pinball erwischt. Ich mochte Pinball-Spiele schon immer, es gab nur nicht wirklich viele gute. Aber dies hier war ein richtig lustiges Pinball-Spiel. Und die anderen Minispiele, die waren echt okay, aber dieses Pinball-Spiel habe ich ohne Ende gespielt. Platz 8, GTA 2. Ja, wenn ich sagen würde, dass ich GTA 2 gespielt habe, dann wäre das eigentlich fast schon gelogen, denn GTA 2 habe ich eigentlich weniger gespielt als erlebt. Ich habe da eigentlich die meiste Zeit entweder Cheats benutzt und einfach nur Leute über den Haufen geballert, die Polizisten und die ganze Armee, die da ankam, in die Luft geblasen. Oder ich bin einfach rumgefahren, habe Autos geklaut und die verkauft und geguckt, welche Autos sind die tollsten und die wertvollsten. Und das war eigentlich alles, was ich in GTA 2 damals gemacht habe. Wirklich gespielt habe ich es nicht. Platz 7, Mortal Kombat 4. Die Mortal Kombat Reihe hat mir eigentlich schon immer gefallen, nur wirklich erst mit dem vierten Teil hat sie mir wirklich so gefallen, dass ich dieses Spiel auch wirklich viel gespielt habe. Mir hat nämlich immer die Steuerung nicht so wirklich zugesagt. Ich war ein Street Fighter Veteran und deshalb kam ich mit dem Mortal Kombat Spiel nicht so wirklich zurecht. Beim vierten habe ich mir gedacht, komm, jetzt probierst du das mal, aber es war wirklich sehr schwer, also anders als bei Street Fighter, wo man ja, vielleicht konnte ich mich auch nicht an die Steuerung gewöhnen und an das Blocksystem. Das sagte mir einfach nicht so zu. Aber bei Mortal Kombat 4 war ich am Ende sogar so flügig, dass ich da alle Kombos auswendig kannte. Die Special Moves, die Fatalities, hab davon Videos gemacht damals und hab wirklich alle Charaktere mal gegeneinander antreten lassen, um zu gucken, wer der stärkste ist. Also total bescheuert. Platz 6, King's Quest 7, war damals mein erstes Point-and-Click-Adventure und eigentlich total beknackt. Also die Story und alles drumherum macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Aber vielleicht war es gerade deshalb. Dieses Spiel war sehr surreal, sehr komisch und ja, schwer zu beschreiben. Deshalb war man da so ein bisschen drin. Aber wieder war es eigentlich mehr so die Erfahrung in meiner Kindheit mit meiner Schwester zusammen, die mir dieses Spiel so gut in Erinnerung behalten. Musik.
Platz 5, Civilization 2. Bei diesem Spiel habe ich auch viel gecheatet und einfach mal geguckt, zu was man so kommen kann. Aber dieses Spiel habe ich auch wirklich mal durchgespielt, auch mal Kampagnen. Auch wenn man da wirklich sehr viel Zeit braucht, um in diesem Spiel wirklich weit voranzukommen. War so ziemlich eigentlich mein erstes Strategiespiel, das ich damals auf dem PC gespielt habe. Und ja, deshalb gibt es von mir Platz 5. Platz 4, Warcraft 3. Die Warcraft-Reihe hat eine wirklich sehr, sehr schöne und auch sehr schön durchdachte Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Diese Story hier um Illidan rum, um Lady Vash und so weiter, da haben sie richtig gut ausgebaut. Außerdem gab es Sprachausgabe, was eine schöne Sprachausgabe, also schön gesprochene Stimmen, das macht immer schon viel aus beim Spiel. Ja, hier in diesem Spiel waren viele Ideen, die umgesetzt wurden. Man schlich mit den Nachtelfen rum oder man hat eigene Verteidigungsreihen aufgebaut. Manchmal musste man auch einfach nur einen Boten töten. Also sehr viele schöne Ideen und sehr viel Abwechslungsreichtum. Für mich das zweitbeste Strategiespiel. Wir sind in den Top 3 angekommen und Platz 3 geht an Doom 2. Ja, ich habe schon öfter erwähnt, ich bin kein Ego-Shooter-Liebhaber. Ich mag diese First-Person-Shooter-Spiele eigentlich nicht, bis auf Doom 2, weil wir halt, diese Monster, die haben mir damals, als ich noch ein kleines Kind war, schon ein bisschen Angst gemacht. Und es war für mich einfach damals schon richtig gruselig, von hinten angegriffen zu werden. Praktisch so meine ersten Erfahrungen, die man heutzutage, die Kinder da mit Resident Evil haben, die habe ich damals mit Doom 2 gemacht. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, in diesem Spiel mich zu gruseln, indem ich die ganze Zeit Angst hatte, was für riesige, fette Monster mich als nächstes angreifen werden. Platz 2 geht an Warcraft 2. Warcraft 2 war damals auch grafisch gesehen auf dem PC einfach das Nonplusultra, was Strategie anging. Da gab es noch keinen Command & Conquer 6 oder was man heutzutage an Strategiespielen spielt, sondern damals hat man Warcraft 2 gespielt und auch das erste Mal hatte man diese Battle.net-Erfahrung. Viele spielen dieses Spiel heute immer noch im Battle.net, aber damals war das Ganze so ein bisschen neu. Und Warcraft 2 hat auch einfach funktioniert, weil es auch nicht zu schwer oder zu einfach war. Es fing leicht an, aber es wurde schnell recht schwer. Und ihr müsst euch zurückerinnern, damals, da war noch nicht jedes Strategiespiel erprobt. Wenn man heutzutage Warcraft 2 spielt, dann ist man damit recht schnell durch und denkt sich, oh, ein bisschen einfach. Aber damals musste man sich einfach an Strategiespiele noch ein bisschen gewöhnen. Und von daher war Warcraft 2 wirklich nicht einfach, vor allem die letzten Level. Warcraft 3 haben sie es meiner Meinung nach in den letzten Leveln ein bisschen übertrieben, aber Warcraft 2 war noch in Ordnung, es hat damals einfach in die Zeit gepasst.
Da-da-da-da-da, Platz 1 geht an das lustigste Spiel, das es meiner Meinung nach überhaupt gibt. Monkey Island 3. Teil 1 und 2 waren schon echt komisch, aber jetzt hat man das Ganze auch mal mit Sprachausgabe ausgesprochen. Die Synchronsprecher waren echt gut, nicht nur der von Guybrush selber, sondern auch für die anderen Charaktere, da haben sie echt mal sich Mühe gegeben. Und dieses Spiel hat halt einen gewissen Humor, einen gewissen Witz und dieser Humor ist einfach total bescheuert, aber das ist das Coole an dem Spiel. Was man da teilweise für Szenen durchlebt, was man für Gegenstände kombiniert oder für blöde Ereignisse herbeizaubert. Meine Lieblingsszene ist ja, wo man tatsächlich sich eine Lebensversicherung von Stan andrehen lässt. Dann täuscht man seinen eigenen Tod vor, sammelt Beweise, dass man auch wirklich tot ist, um sich die Lebensversicherung auszahlen zu lassen, um dann im Spiel weiter voranzukommen. Also ihr merkt schon, es ist einfach total bescheuert, was man dort in dieser Story für kleine Ereignisse herbeiführt. Ja, und das ist das Einzigartige an Monkey Island. Und das bietet in meinen Augen halt kein anderes Spiel und deshalb ist es mein Lieblingsspiel. Ich danke an dieser Stelle mal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Wir sehen uns beim nächsten Video und wir genießen noch zusammen ein paar schöne Szenen aus Monkey Island. Ciao, ciao. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe, riesige menschenfressende Reptilien, gefährliche Treibsandgruben, schießwütige Duellanten und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch. Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Deine Mutter trägt ein Toupet. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Sacre bleu, ich kann es nicht glauben. Ich wurde im Kampf besiegt. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Du hast gewonnen, du kriegst deine Karte zurück. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ja, ist ja gut, ich gebe schon auf. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert. Gnade, ich flehe dich an, keine weiteren Erniedrigungen, bitte! Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen Käse.